Vor über 180 Jahren wurde der Kurort Bad Gleichenberg in der Südoststeiermark gegründet. Der Tourismusverband Region Bad Gleichenberg begeht diese lange Tradition jedes Jahr Mitte Juni mit dem großen Biedermeierfest. Der ehrwürdige Kurpark von Bad Gleichenberg, gesäumt von geschichtsträchtigen Villen, ist Schauplatz dieser einzigartigen Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Mit dem großen Einzug der adeligen Gesellschaft in traditionellen Biedermeierkostümen beginnt stets das Fest, das mittlerweile weit über die steirischen Landesgrenzen hinweg bekannt ist und österreichweit seinesgleichen sucht. Frau Landesrätin Barbara Ebinger-Wiedl, Herr Magister Jörg Siege und Herr Robert Troppa, heute das einzigartige Flair für Bad Gleichenberg genießen. Knapp 500 Personen nehmen heuer an diesem Einzug teil. Das steirische Feldjägerbataillon Nummer 9 war ein Infanterieverband der gemeinsamen Armee innerhalb der österreich-ungarischen Landstreitkräfte. Im Mobilmachungsfall wuchs das Bataillon zur Regimentsstärke an. Wir begrüßen unsere Freunde aus Graz und schon die nächste Gruppe da, der sogenannte Delo-Orden. Der Anlass für die Durchführung des ersten Biedermeierfestes war eigentlich 180 Jahre Kurort Bad Gleichenberg. Das haben wir eben zum Anlass genommen und uns etwas Besonderes einfallen lassen. Nachdem das sehr gut angekommen ist, obwohl es sehr klein ausgerichtet war, ist dieses Biedermeierfest dann eben zur Tradition geworden. Die Gemeinde Bad Gleichenberg unterstützt es insofern gerne, weil es erstens eine Aushängeveranstaltung für unsere Gemeinde ist, aber auch für die gesamte Region. Viele, viele Hände greifen hier zusammen, um hier etwas ganz, ganz Großes auch zu schaffen. Von den kleinen Anfängen 2007 bis dann 2019, wo wir das Fest zuletzt ganz groß veranstalten konnten, hat sich einiges entfaltet, einiges entwickelt. Und wir schaffen es, mit diesem Fest weit hinaus zu strahlen in einer medialen Aufmerksamkeit, die uns sonst so nicht möglich ist. Mit nostalgischem Flair verführt das Biedermeierfest zu einer charmanten Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Schönen, eine edle Runde, liebe Damen und Herren. Schön, euch hier zu sehen. Grüßen euch sehr herzlich. Wir hoffen, wir fühlen euch alle sehr, sehr wohl bei herrlichem Wetter hier in unserem historischen, schönen Kurpark von Bad Gleichenberg. Auch eine großartige Besatzung, die gesamte Damenschar mit einigen Herren dabei, vom Modehaus Hufnagel AG mit tollen Kleidern, mit herrlichen Accessoires ausgestattet ist und hier unser Biedermeierfest hervorragend umrahmt. Wir grüßen euch sehr, sehr herzlich. Hermann
Frau Wiener, herzlich willkommen. Einen Familienausflug in den Kurwald. An diesem Tag ist es deutlich spürbar, das feine Lebensgefühl, das der hohe Adel Europas schon vor über 180 Jahren in Bad Gleichenberg für sich entdeckte. Herzlich willkommen, die Wäschermädels. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Traditionelle Musik, sondern auch traditionelles Handwerk. Und wir haben hier als nächstes bei uns eine Familie von Vater, Mutter. Liebe Bad Gleichenbergerinnen und Bad Gleichenberger, hochgeschätzte Festgäste, aus nah und fern und allen Winkeln unseres Kaiserreichs. Wir, von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, freuen uns sehr, Sie alle heute hier in unserem wunderschönen Kurpark begrüßen zu können. Möge das Volk sich erfreuen an den zahlreichen Zerstreuungen, die heute hier dargeboten werden. In diesem Sinne, möge das Wiedermeierfest zu Bad Gleichenberg hiermit beginnen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer war ein gern gesehener Gast beim Biedermeierfest. Das ist für uns alle eine Reise ein bisschen in die Vergangenheit, wo man so einen Hauch von Adel miterleben darf. Die gute alte Zeit, die ja nicht immer eine gute alte Zeit war, aber in der Verklärung ist es so, ist in diesem Sinne natürlich schön gewesen. Gleichenberg mit dem Kurpark, der Heilquelle, den Villen, diesem restaurierten Hauptplatz mit einer Bürgermeisterin, die großartige Arbeit leistet, und dem Gemeinderat in der Summe, ist wie keine andere Gemeinde geeignet, so etwas durchzuführen. Mein Name ist Ria Mank. Ich habe 2012 dieses Museum gegründet und möchte Ihnen dann die Gründung dieses wunderbaren Ortes in der Biedermeierzeit erklären. Diese heilbringenden Quellen waren natürlich auch den Römern bekannt, die hier durchzogen Richtung Wien. Die Quellen waren auch schon den Bauern bekannt, aber die Errichtung und Bebauung dieses wunderschönen Biedermeierortes müssen wir Graf Wickenburg verdanken. Er hat auf seinen Inspektionsreisen dieses Gebiet erforscht und hat beschlossen, dass er hier ein Bad, einen Kurort aufbauen wird. Natürlich braucht man dazu Geld. Und Geld hat er bekommen durch eine Gründung des Aktienvereins, die Geld gebracht haben. Und so konnte er diese wunderschönen Biedermeierhäuser und auch die Kuranstalt auf dem neuesten Stand auch erbauen. Und das war die Gründungszeit 1834 und 1837 war schon die erste Saison.
Das erste Mal war ein sehr nettes, kleines Fest. Wir waren so 20 Akteure in Gewändern. Uns selber hat es selber so gut gefallen. Wir waren eine ganz kleine Truppe. Und was willst du mit einer Idee anfangen, wenn du nicht Leute hast, die dahinter stehen? Und es ist sehr schön, dass es mit jedem Jahr gewachsen ist. Der ganze Ort Bad Gleichenberg wird zur Bühne, wenn hunderte Personen in historischen Kostümen durch den Kurpark flanieren, charmante Wiener Cafés und Restaurants zum Verweilen einladen, in edlen Pavillons selten gewordenes Handwerk angeboten werden und Platzkonzerte von Walzerklängen bis Marschmusik eine geschichtsträchtige Atmosphäre schaffen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Puzzlestein für die Positionierung und für die Entwicklung eines Ortes und einer Region. Aber insgesamt ist es einfach wichtig, dass man solche Impulse setzt und dass man nachhaltig vor allem dranbleibt und über die Jahre so etwas aufbaut. Das Biedermeierfest und der Gleichenberger Advent sind Leuchtturmveranstaltungen, für die die Region Bad Gleichenberg steht. Eine Region, die für Kulinarik, Gesundheit und Bildung steht. Direkt an der B66 liegen die Gemeinden Knaas, St. Peter am Ottersbach, Straden, Kapfenstein und Bad Gleichenberg. In diesen Gemeinden wird Kulinarik in Erlebnismanufakturen, im Erlebnis-Einkaufsgeschäften gelebt. Hier können Sie den Wein, aber auch die regionalen Produkte genießen. Neben dieser Kompetenz steht unser Ort insbesondere für Gesundheit. In der Therme der Ruhe, der Therapiekaiser schlechthin, das Kurhaus, bietet Ihnen Gesundheit. Genießen Sie den Kurpark von Bad Gleichenberg, kommen Sie zu uns und verweilen Sie einige Tage in unserer Region. In dieser
Biedermeierzeit waren sehr viele berühmte Kurgäste, die adelige Gesellschaft und das reiche Bürgertum in Bad Gleichenberg. Sie haben sich hier sehr wohl gefühlt und haben diese Zeit genossen, denn hier gab es kein Hofzeremoniell. Und zwar war hier der Erzherzog Albrecht, der Erzherzog Eugen, dann der Thronfolger Franz Ferdinand, der war übrigens der Erste, der die pneumatische Kammer benutzt hat, oder der berühmte Sewa Pascha, dann König Milan, Peter Rosecker, der berühmte Heimatdichter, hat Gleichenberg mehrmals im Jahr besucht und hat hier auch seine schönen Geschichten geschrieben. Auch zwei Kaiser haben Gleichenberg besucht. Der erste Kaiser, Kaiser Franz Josef, war 1844 mit seinen Brüdern in Gleichenberg als junger Erzherzog natürlich und 1883 als Kaiser und hat seinen Freund Thurn und Taxis besucht. Auch Franz Ferdinand, der Gütige, hat 1847 Gleichenberg besucht. Durch diese zwei Kaiserbesuche und den hochherrschaftlichen Besuchen aus dem Habsburgerreich bzw. aus Russland und den anderen Ländern ist Gleichenberg sehr aufgewertet worden. So ist dieses Biedermeierfest alles in allem eine große Erfolgsgeschichte für uns als Tourismusregion, für den Ort und auch die vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer, die uns dabei begleiten, die eine große Freude haben, beim Fest dabei zu sein, die auch in eigenen Kostümen kommen, die einfach eine große Lust auch verspüren, hier beim Biedermeierfest Teil einer ganz großen Geschichte zu werden. Für uns alle also eine große, schöne Erfolgsgeschichte, die wir hoffentlich in den nächsten Jahren wieder so fortsetzen können. Wo könnte man dies schöner erleben als in diesem wunderschönen, alt, ehrwürdigen Kurort Bad Gleichenberg? Die schönen Kleider, die Musikkapellen, die vielen wunderbaren Auftritte, auch der Schützen, die gezeigt haben, dass dieses Land sozusagen sehr viel Kultur hat, das gibt schon was her. Das ist, glaube ich, eine Zeit, die uns alle von klein auf irgendwie fasziniert hat, die wir alle von den Sissi-Filmen her kennen. Und was hier auf die Beine gestellt wurde, ist einfach nur bewundernswert und wahrscheinlich einzigartig in Österreich. Seien Sie unser Gast und tauchen Sie ein in eine einmalige, stimmige Zeitreise im historischen Kurort Bad Gleichenberg.